sobald eine Begleitung eine andere Farbe erhält, wie zum Beispiel in unserem Fall, statt des Klaviers zwei Gitarren, dann hat jeder einzelne Zuhörer und jeder einzelne von uns andere Anknüpfungspunkte. Guitar is a very human instrument in the way that it is a fragile instrument. It is not a very, very loud instrument. It has a human intimacy which goes so well along with Schubert's music. Bei der Winterreise gibt es natürlich auch die Andeutungen einer enttäuschten Liebe, aber trotzdem hat das so viele verschiedene Aspekte, auch politische Aspekte, aber vor allem sehr menschliche, psychologische Aspekte, die sich natürlich auch in der Begleitung widerspiegeln. Und die Tatsache eben, dass das ein Spätwerk Schuberts ist und es so viel Autobiografisches enthält, das lädt dazu ein, damit kreativ umzugehen, finde ich. Willst wohl einmal hinübersehen, mein Herz, mein Herz, und fragen, wie es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. The end result is marvelous, I think. I think the guitar, with its sound qualities, its colors, its intimacy, lends itself in an incredible way to Schubert's Winterreise. Und es ist so schön eigentlich zu sehen, dass das funktioniert. Dass die Gitarre eigentlich dieser großartigen Musik einem gerecht werden kann und dass auch die Gitarre der Winterreise oder der Musik von Schubert etwas geben kann, das vielleicht ein moderner Konzertflügel nicht kann. Wenn ich ein Lied singe, habe ich das Gefühl, dass ich diesem lyrischen Ich helfe, indem ich möglichst glaubhaft schildere, wie es ihm geht. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Dass ich, wenn in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, natürlich immer noch Julian Prégardien bin, aber auch Facetten des lyrischen Ichs annehme und Facetten von, im Falle der Winterreise, Wilhelm Müller und Facetten von Franz Schubert, also Facetten von deren Charakter und mich zur Verfügung stelle, um dieses poetische und musikalische Material dem Publikum zu eröffnen. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Alter.